Red Kitchen. Red Kitchen. Red Kitchen is hot. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Kochfolge aus meiner Red Kitchen. Und mein Name ist Sonja. Heute möchte ich gern mit euch Spaghetti kochen. Spaghetti mit Meeresfrüchten aus dem Pergament. Und da habe ich mir jetzt hergerichtet. Muscheln, Miesmuscheln, andere habe ich leider nicht gekriegt. Man kann auch gerne andere Muscheln nehmen. Dann habe ich schon den Garnelen einen Schlafanzug ausgezogen und habe es enttarnt. Und dann zwei Tintenfischbuben. Des Weiteren braucht man für die Sauce 5 Tomaten, eine mittelgroße Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, ein paar Basilikumblätter und einen Halbbund Petersilie. Und ein Glasal Weißwein, trockenen Weißwein. Jetzt warte ich kurz, bis Wasser kocht, dann können wir die Spaghetti reinmachen. So, das Wasser kocht jetzt. Jetzt tue ich es noch salzen. Im Salz darf schon was reinmachen, weil das nimmt jetzt die Nudel auch später dann nicht mehr. Habe ich Spaghetti, das sind ungefähr 350-400 Gramm für 4 Personen. Kommen jetzt 3 und dann werden die nur al dente gekocht. Also die müssen schon noch einen Biss haben und in der Zwischenzeit schneide ich meine Sachen. Ich tue eine Zwiebel, den Knoblauch tue ich würfeln, die Tomaten tue ich die Kerne entfernen und auch würfeln. Und jetzt geht's weiter. Bis gleich. So, das passt, die haben fertig. Ich tue jetzt abgießen und lasse abtropfen, nicht abspülen. So. Und dann geht es gleich weiter. Haben wir da schon eine Pfanne hergerichtet. Und tue jetzt Olivenöl rein. Und tue jetzt auf zum Meckern da. Ich habe meine Sachen klar geschnitten, eben Zwiebeln gewürfelt und einen Knoblauch, Tomaten habe ich auch entkernt und gewürfelt. Dann habe ich hier meine Petersilie und mein Basilikum und meine Meeresfrüchte. Und zum Würzen nimmt man dann her ein Meersalz und einen weißen Pfeffer. Also das ist wirklich ein ganz einfaches Gericht, das dauert nicht lang, das könnt ihr gut vorbereiten. Das ist einfach, da ich sagen, Schwierigkeitsgrad 0. Wer keine Meeresfrüchte mag, Muscheln oder so, lasst es einfach weg. Und ihr könnt das auch gern mit einem anderen Fisch ersetzen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dann kommen meine Tomaten dazu. Hier meine Meeresfrüchte rein. Wie gesagt, die Tintenfischbuben, Garnelen und Miesmuscheln. Ein bisschen salzen. Pfeffer. Weißer Pfeffer. So, dann Deckel drauf. Und 8 Minuten vor sich hin köcheln lassen, also
runtergehe mit der Temperatur. Und dann sehen wir uns gleich wieder und zeige ich euch, wie wir das weitermachen. Jetzt rühre ich da nochmal um und dann tue ich natürlich mein Petersilie und mein Basilikum rein und mische das unter. Die Kräuter, die müssen ja nicht so lang, sonst werden sie so schlapp und haben dann überhaupt keine Kraft mehr. So, Deckel wieder drauf und dann warten wir noch. So, jetzt glaube ich, ist fertig. Tue es nochmal kurz abschmecken. Die Garnelen sind auch nicht durch geworden, das ist halt auch wichtig. Gehe ich da rüber. Jetzt habe ich mir da eine Form hergerichtet. Die habe ich mit Pergament einmal so ausgelegt. Da kommt jetzt auch ein bisschen Olivenöl rein und ich streiche da das Pergament damit aus. Und dann kommt in Schichten Spaghetti rein. So. Dann kommen die Meeresfrüchte drauf. Und dann immer so eine Spritze vom Weißwein. Nächste Schicht Spaghetti. So, das ist ja richtig saftig, hat richtig schön rausgebrannt. Ganzen Saft, das ganze Aroma. Dann spritzt der Wein drauf. Und dann muss man es halt verschließen. Und das kommt jetzt bei 200 Grad 20 bis 25 Minuten im Backofen. Das mache ich dann gleich und dann, mei, das ist überblieben. Prost, probiert es aus, schmeckt wunderbar. Ich tue es dann raus und zeige euch, wie das geworden ist. Bis gleich. So, jetzt waren meine Spaghetti 20 Minuten bei 200 Grad drin. Die sind jetzt fertig, die hole ich jetzt raus. So. Und am besten ist, also was auch die Gäste besonders gut gefällt, das ist, wenn ihr es am Tisch aufmacht. Ihr könnt es auch nicht servieren in Teller, sondern ihr geht es dann rüber mit der Form, schön ins Pergament gepackt und dann wird es ausbacken. Und dann aus der Form raus servieren. Also es gibt da kein Geruchsfernsehen. Aber das duftet wunderbar, dann tragt es rüber und der es auftragen. Ich lasse mir jetzt schmecken und ich freue mich, wenn es nachkocht. Dazu könnt ihr dann einen grünen Blattsalat oder einen gemischten Salat. Und das ist wunderbar und ein tolles, einfaches Essen, was ganz schnell zubereitet ist. Bis zum nächsten Mal.